Oder mich euch alle bald, Lamm. Ja, mit nichts seid ihr zufrieden. Mit nichts seid ihr zufrieden. Der Aal will Name, ich bring Name. Nein, der Name gefällt mir nicht. Ja, wir müssen einen Namen sagen, sonst kleben die an uns bald, ne? Sag ich dir. Ja, die kleben die ganze Zeit schon an uns. Ich hab die ganze Zeit nur auf dich gewartet. Ja, was sollen wir machen, Levo? Sag du mir. Guck mal, das Ding ist, wir können... Also wenn wir jetzt hier und sagen, wir haben keinen Namen, das geht nicht. Kennst du gar keinen anderen Namen von da? Boah, ich kann's von Kali. Was mit Sophia? Du hast recht, wir nehmen Sophia, komm. Jetzt wird's ernst. Aal, wir kommen gerade rein. Oh, was geht ab, was geht ab? Meine Fresse, ich lauf rein und als erstes sehe ich so ein scharfes Ding, Alter. Ich rede von meinem Messer, chill. Messer? Ja, Messer, Pumpgun, gut. Automatikwaffe, super. Andere Waffe zur Not und, Sie wissen schon, für den Trigger. So, aha. Und dann habe ich noch hier etwas Weißes, was ich auch gerne in die Fresse schmeiße. Super. Sehr gut. Und ein Schneeball. Ja, sehr gut, auch gut. wie kann man Ihnen helfen, Herr Ben? Wir müssen einmal zum Aal und Steinke, die warten auf uns. Die sind oben. Kommen Sie. Ja, genau. Ey, da ist ja noch einer mit NIA. Hallo NIA. Farouk, ganz kurz, bleib mal kurz stehen. Ganz kurz. Wer bist du? Krank. Redet mal ganz kurz leise. Warte, einen Moment, Sir, wir haben ganz kurz eine interne... dauert nicht mal eine Minute, Sir, wir sind gleich bei Ihnen. Alles gut. Frank. Ja? Nenn mir mal einen von Kali, wo ich nehmen könnte als Undercover, dass er für uns arbeitet, aber nicht arbeitet, aber wo man es glauben würde. Müsste ich telefonieren, ein Telefonat machen. Dann mach schnell und schreib mir direkt seinen Namen, Bruder. Bitte beeil dich und komm danach ins... komm einfach in unser Büro dann. Das ist sehr wichtig gerade. Ja, ich geh dann mal kurz nochmal kacken, ja, unten, ja. Gleich. Okay. Okay, Sir, wir können weiter. So, viel Spaß. Danke, ciao. Tschüss. Guten Tag, Herr Ben. Wie geht's Ihnen, Sir? Bis jetzt gut. Boah, Herr Steinke, Sie sehen heute so gut aus. Frau Steinke, Sie sehen auch gut aus heute. Das Warte muss ich mal. Sagen. Ich hab gehört, ich sehe heute aus wie Manfred tatsächlich. Ich muss die jetzt irgendwie ablenken, bis Frank mit den Informationen rausrückt. Ihre rote Fliege, wow. Ja, eine Frage, Herr Steinke. Ja. War seit wann haben Sie eine Frau und haben uns von der guten Frau nicht erzählt? Meinst du seine Welche Enkelin? Frau meinen Sie? Ach so, Sie haben mehrere Frauen. Das ist meine Enkelin tatsächlich. Oh. Levo, wie ist der Name? Also wir haben den Namen natürlich, wir haben alles, aber ich würde das gerne nur mit Herrn Steinke reden. Tut mir leid. Okay, dann schießen Sie los. Es gibt einen, der arbeitet beim Kali-Kartell seit einer gewissen Zeit schon für mich bzw. für das NIA. Okay? Und dieser Name, den dürfen Sie wirklich, wirklich niemandem weitererzählen, ja? Robinski. Er war damals auch bei den Kanuns und ist jetzt momentan gerade, arbeitet er für mich als Undercover Agent. Also Robinski arbeitet für Sie. Robinski ist, beziehungsweise arbeitet für mich, aber hauptsächlich für die NIA, Sir. Wie lange arbeitet Robinski für Sie? Scheiße, was soll ich sagen? Nicht allzu lange, Sir. Also so 3 Wochen. Lass es 3 Wochen sein. Alles klar, okay. Das heißt, ich fasse zusammen, in 3 Wochen hat der Informant Robinski, der Top Secret sein muss, genau eine einzige Information geliefert, dass ein PDler korrupt sein soll. Schau, der Steinke ist zu... Ist das jetzt so die richtige Schlussfolgerung? Nee, das Ding ist, dieser Vollidiot, der war auch jetzt ein bisschen weg. Aal, ich krieg gleich wieder einen Rappel, ne? Ich sag's ihm, wie es ist. Ja. Oder mich f*** euch alle bald, Lamm! Ja, mit nichts seid ihr zufrieden! Mit Aber nichts ben, seid ihr ben. Zufrieden. Der Aal will Name, ich bring Name. Nein, der Name gefällt mir nicht. Ich bring Informationen, der sagt diese Information, er macht zu wenig Information. Was wollt ihr dann von mir, ihr Rahmenbasche? Was willst du? Fahr jetzt mal einen Gang runter, ja? Fahr mal ganz entspannt hier, ja? Ganz entspannt. Machen wir jetzt mal ein bisschen Piano hier, ja? Wenn ihr mir nicht glaubt, lasst nach Sandy Shores gehen. Robinowski ist dort oben. Robinski heißt der. Robinski ist dort oben. Gut, also ihr Special-Informant bei Kali ist Robinski. Wir reden selber mit denen. Kommen Sie, Herr Steinke, wir gehen nach Sandy Shores, dann zeige ich Ihnen meinen Informant. Jetzt haben Sie auf einmal nicht mehr diesen Mut, ne, weil ich Ihnen zeige. Jetzt ist... Ich überlege nur gerade, ob es... Hören Sie mal zu, dieses... Herr Boss. Bitte. Sollen Sie reingehen, Herr Ben, ja? Ich sage Ihnen, wie es ist. Ich habe Wichtigeres zu tun, als nach Sandy Shore zu fliegen, um irgendeinen Müllmann zu treffen. Ah, fliegen. Tut mir leid, Sir. Wir fahren dahin.
Okay, dann, Sir, wenn Sie den Informanten nicht sehen wollen, dann alles gut. Dann bin ich da ich will raus. Okay, jetzt erst recht. Ich werde alle Termine canceln. Wenn diese Info nicht stimmen sollte, Herr Ben, dann kriegen wir ein Problem. Scheiße, ich habe improvisiert. Ganz kurz. So, wer macht jetzt? Wer macht das? Ich nicht, Sir. Bei mir macht sowas nicht. Habe ich mir gedacht. Eine Stunde später. Ich habe zu dir im NEA-Gebäude gesagt, dass ich weiß, dass ihr mich verarscht und nichts gesagt habe. Sag mir die Wahrheit. Und dann hast du angeteasert, dass du die Wahrheit hast. Und jetzt macht ihr so eine Nummer. Hä, wieso denn? Ich habe wirklich einen Undercover-Agent. Du hast Scheiß, Farut. Warte mal, Farut, hast du einen oder nicht? Du hast Tage im Mund bekommen. Hast du einen oder nicht, Farut? Ja, natürlich habe ich einen, Mann. Was glaubst du? Glaubst du, ich bin ein Amateur? Wie dumm kann man sein? Was für dumm, du Peach? Ich hab doch einen Undercover-Agent, Lan! Aber nicht ihn, wenn du einen hast. Doch, er ist mein Undercover-Agent, Robinski. Ja. Das ist der. Ich habe gehört, man soll immer weiter lügen, egal ob man erwischt wird oder nicht. Dies werde ich jetzt ausnutzen. Einfach weiter lügen. Sie kleiner verdammter Sie Peach! Ich sag dir, du Ja, ich sag dir, weil er vom PD da drin ist, du kleiner. Wie, er ist vom PD da drin? Was redest du, du kleiner? Hallo. Ja, guten Tag, guten Tag. Wie geht's dir, alles klar? 12 Sekunden später. Ja. Also ich sag am besten die Wahrheit, ne? Sag die Wahrheit, sag, hör mal zu, ich war besoffen. Mach den Barello, sag, ich war besoffen. Ja, besoffen, leid. Besoffen ist gut, da glauben die immer, ne? Ja, sag, tut mir leid, Abi. Ich weiß nicht. Herr Aal, kann ich ganz kurz mit Ihnen reden, bitte? Natürlich. Herr Aal, wegen der einen Sache... Wann treffen wir uns mit Robinski? Er hat mich gerade angerufen, der hat gesagt, er ist bereit ins Handyschoss. Also er wartet nur auf uns. Es sind 10 Minuten oder so sind wir da. Er wartet. Du f***st dich gerade selber. Du bist wie so ein kleiner Junge, der lügt und beim Lügen erwischt wirst und nicht sagen kannst, ja stimmt, war scheiße. Ja, okay. Robinski ist nicht mein Spitzel. Es gibt keinen Robinski, der für die NIA arbeitet. Okay. Ich geb's doch zu, endlich, Lan! Ja, endlich! Es ist Diego! Okay, pass auf, jetzt hört's. Was redest du, Mann? Diego ist mein Spitzel, ich kenn ihn doch schon voll lange, Mann! Bruder, ich kenn Diego seit 4 Jahren, was redest du? 2 Stunden später. Herr Aal, ich war vielleicht an dem Tag ein kleines bisschen... Weil wir undercover gearbeitet haben als so Rocker, ne, wir haben ja diesen Undercover-Job. Und da war ich dann halt bei den Ramirez-MC und dann haben wir halt so ein kühles Blondes getrunken. Und es kann sein, dass ich 1-2 kühle Blonde zu viel hatte. Und dadurch ich halt gelogen hab. Ein bisschen. Okay. Spaß, es war die Wahrheit, einen Moment. Hallo, Herr Bitcoin? Hola, Faro. Hola, Bitcoin-Abi. Bitte, du musst mir einen Gefallen tun, Bitcoin-Abi, sonst ficken die mich, bitte, die wollen mich raus. Ich weiß nicht, ich will mich gefallen, ich will wieder zurück auf die Straße. Bitcoin, bitte. Was passiert? Oh, alles gut, jetzt ist es raus. Oh, das ist schon die ganze Zeit, seit einer Stunde. Ich wusste nicht, ob es... Herr Bitcoin, hören Sie zu, Sie müssen mir helfen. Wirklich. Und zwar können Sie wissen doch noch, wo Sie gesagt haben, Hola Farut, du hast eine Gefallen bei uns in dieser Familie. Gut, amigo, mierda. Kannst du dich noch erinnern, als du das gesagt hast? Kannst du? Ja. Ja, und ich würde diesen Gefallen jetzt gerne einlösen. Ich spiele dir jetzt mal was ab und du sagst, ob du damit was anfangen kannst, aber ich spiele dir den Clip noch nicht zu. Okay, ich okay. Frag dich, wie viel Geld willst du für die Information haben, Sir? Sag mir eine Summe. Wie viel? Schnell, raus. 300. 300? Das ist ein Beweisstück, in dem Hamza Mukhtar mich besticht, beziehungsweise bestechen. Wir müssen uns treffen, sofort. Nicht weiterreden hier am Telefon. Und ich sag Ihnen auch gleich, warum. Schicken Sie mir einen Standort. Ja. Adios. Pass auf, Jungs, diese Lüge hin oder her ist jetzt eine Sache. Es gibt jetzt einen neuen Fall, in dem ich ermittle. Mein Informant, Diego, hat mir gerade mitgeteilt, dass Hamza Mukhtar korrupt ist. Und eine Summe von 300.000 ist bereit anzubieten an Herrn Bitcoin. Ich habe die Aufnahme gerade gehört. Ja, so viel zum Thema, ich habe gelogen. Und wer bei dieser Mission mitmachen will, mein BMW steht vorne und ich starte diese Mission jetzt. Ich komm Bitches. Mit. Ich wollte einen coolen Abgang machen, aber ich glaube, der ist immer noch sehr angepisst auf mich. Bitcoin hat mich gerufen. Genau hinter mir, hinter dem Auto. Oh, den habe ich fast übersehen. Danke. Levo, hol du ihn ganz kurz her, ich piss kurz. Sag, Farut ist jetzt da und erwartet ihre Anwesenheit, Sir. Sag irgendwas Krasses, dass sie denken, ich bin krass, Levo.
vornehm und hygienisch in eine Schüssel uriniert und das Wasser, den Wasserhahn betätigt. Tut mir leid, tut mir leid. Sie dreckiges kleines Arschloch. Ah, tut mir leid, Herr Breitenberg. Tut mir leid. Kleinen Schweine. Sehen Sie es positiv, Sir. Besser gelber Schnee als gelbe Zähne. So. Sorry, Herr Bitcoin, hallo? Was sagen Sie, Mr. Bitcoin? Kannst du mich schnell fahren, Fahrrad? Ah, ja, ja, ich fahre Sie, ich fahre Sie. Wollen Sie mit Breitenberg oder gehen Sie alleine? Kann mitkommen, klar. Okay, so, erzählen Sie. Herr Bitcoin-Abi, schauen Sie, Bitcoin-Abi. Okay, ich sag Ihnen die Wahrheit. Aber die dürfen Sie niemand weitersagen, okay? Ich höre dir zu. Aber Breitenberg wird es vielleicht verpetzen. Warum sollte ich? Den Kopfkoller des Jahres. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist jetzt meine Karte fürs Vertrauen. Oh Gott, Chat, ich mach glaube ich einen Fehler, oder? Soll ich? So. Da gibt es eine Gruppierung, die möchte, dass wir hauptsächlich nur um unsere Observation bei euch tun. Oh. Und das ist keine Gangstergruppierung, meine lieben Freunde. Es handelt sich um eine Organisation, die will, dass wir hauptsächlich nur euch observieren. So. Lass mich raten, NIA. Nee, NIA sind ja wir, Herr Bitcoin. Es kommt von noch weiter oben. So, ich sag jetzt keinen Namen. Den Rest müsst ihr euch ausdenken, sodass es heißt, Farut hat nichts gesagt. Noch weiter oben als NIA ist nur eine Partei. So. Ich habe aber keinen Namen genannt. Okay? Passt schon ein bisschen fit. Aber jetzt wird Kali-Kartell Hasskick auf DOJ bekommen und denen nicht mehr so vertrauen. Ende Pier. Heißt, du musst mich einmal ganz kurz fragen. Heißt, wir können dann uns freier bewegen. Farben, wissen Sie was? Lassen Sie uns später reden und Farben, gehen Sie auch ran, wenn man Sie anruft, dann rufen Sie mal. Ja, safe. Ich habe aber Flugmodus gehabt, deswegen. Hm? Bevor wir heute bauen gehen, telefonieren wir Sie und ich. Okay. Können Sie mir noch einen Gefallen tun? Kann ich die Audiodatei von Hamza haben? Welche Audiodatei? Okay, passt. Hat sich erledigt. Bis dann. Jetzt werden die sich auch noch mal beefen mit Bitcoin. Warum habe ich die Audiodatei nicht? Hä, was läuft da? Weißt du, was ich meine, Levo? Ja.